Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Heute bin ich größtenteils am Ruder. Du hilfst mir ein bisschen dabei. Ich guck zu. Oder guckst du und hilfst mir ein bisschen. Und ja, wir haben noch ein Geheimnis gefunden. Wir haben uns ewig lange blöd gesucht. Jetzt wissen wir es, wir müssen, wenn man die Plasmabeutel braucht. Ja, Geheimnis, ne? Geheimnisse und dann hier Plasmabeutel bestellen. Wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir es hatten, ne? Nee, wir haben es. Wir haben nicht ewig gebraucht, bis wir es hatten, sondern wir haben es immer wieder vergessen, wo es war. Ja, oder so. Fitnessstudio besuchen, wir haben sowas nicht. Kommt noch. Kannst du Schlampe mal die Schlampe ausmachen? Ach ne, die ist einschalten. Alle Lichter. Kommt mir wenig anders vor. Ausschalten. Ah. Wie cool aus, so dunkel. Aber da seht ihr ja so gut wie nichts, also schalten wir überall ein. Ne? Was für eine Stromrechnung. Die kann uns doch nicht jucken, wir brauchen uns doch nicht jucken hier, wir verdienen doch genug. Das wichtigere Prozedere, ich habe nämlich das Problem gehabt. Ich hatte diesen Vampir-Idioten zu Gast, ne? Und hatte die Tür verschlossen. Ich wusste nicht, warum ich nicht loswerde. Hat die ganze Weile gedacht, bis ich gecheckt habe, dass es diese Tür abgeschlossen ist für den. Was macht er dir fummeln? Ne, fummeln nicht, ne. Finger weg, das sind meine! Meine M&Ms? Ne. Da, mir legst du ja keinen hin, da muss ich bei dir klauen. So, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich roll hier andauernd weg. Wieso? Weil der Fußboden unförmig ist. Ey, du. Aber ich auch. Keine Sorge. Tschüss, Putzi. Wir sind beide unförmig, also was soll's. Wenn man es mal in Ehrlichkeit sieht, ja. Oder wenn wir es mal ehrlich nehmen. Wir müssten eigentlich unsere Charaktere in Sims eigentlich völlig anders programmieren. Stimmt? Wie lange will diese Schlaftrine denn noch pennen? Ich würde sagen, bis er aufsteht. Ich muss aber bald wieder zur Arbeit. Und der Hunger lässt auch schon wieder grüßen. Die Hygiene ist auch schon am Galopp. Also wird es ein bisschen langweilig. Ja, dann lass mal in die Aufstellung geht duschen. Geht nicht, kann ich. Ja, dann halt baden. Kann man verbessern. Ja, Fünfte-Armaturen, eine tolle Methode, damit die Wanne nicht zu schnell kaputt geht. Kann man bei Gelegenheit mal machen. Kann ich tun. Ich mach jetzt das hier wegnehmen. Wie lange denn noch hier mit? Ja, legt euch nie ein Livebook von Medion zu. Die Dinger sind scheiße. Oder Live-Tab. Die Dinger sind scheiße. Ich spreche dich ab, sobald wieder eine Hygiene oben ist. Warum? Guck lieber, ob du bei dir noch was machen musst. Du musst deine Ohr vorarbeiten. Oh Gott. Jetzt geht's ins Internet. Jo, ich hab versehentlich das Ding geöffnet. Lass mich wieder Werbung los im Internet. Oh nee. Du. Ja, jetzt kommt natürlich alles. Bleib doch gleich da. Natürlich sieht man auch alles. Ja, und. Och Mensch.
So. Dieses blöde Scheißdrecks Internet, das geht mir so auf den Sack. In der nächsten Folge machst du mal was, dass das, wenn mir es im Hintergrund passiert, nicht nochmal sichtbar wird. Weißt du, was mir fehlt? Was denn? Dass da auch mal Winter wird. Ja, dafür gibt es einen THC. Ja, ich weiß. Toll. Sollst du vielleicht mal noch was trinken, bevor du losmachst? Ja, vielleicht eine Option war. Warum machst du da wirklich? Weil ich nicht mehr doof bin. Einsicht ist ein guter Weg zur Besserung. Hinter dir sitzt was Penetrantes. Ich weiß. Was denkst du, warum der nicht näher kommt? Ich breche den mal ab hier an der Stelle und lass erstmal was schlucken. Was denn? Hier ist noch der Pinball. Du verpiss dich schon. Eigentlich müsstest du auch los. Nö, ich hab noch ein paar Minütchen. Stand bei mir nicht auch online? Nein, ich hätte nur gemacht los. Ich muss doch schon eher weg. Das ist mit Alpha also schief gelaufen. In der Metze. Kann er denn das nicht am Computer? Was guckt denn der sich hier vorne Illustrierte an? Scheint eine Art zu sein. Wir müssen aber erstmal wieder Geld verdienen, sonst reicht das Geld wieder nicht. Für meinen Umbau. Kann ich auch einen bestimmten Kanal einschalten? Kanal wechseln. Was ist denn das für ein Scheiß? Zeit für Arbeit. Ja, muss man abbrechen. Glüht er sich erstmal hinweg. Um zu sehen, dass der Sendlicht nichts mehr ausmacht. Sei froh, dass du kein Landschaftsgärtner oder so bist. So, jetzt läuft die Zeit für den Raffer. Mann, habe ich viel verdient. Wieso? 3, 3, 6, 36 und 134. Und du hast 94. Und ich bin schon wieder daheim. Faule Socke. Achso, scheiße. Das war zu klick nicht. Geklickt. Du klickst auf dich, du musst. Also. Bücher schreiben. Live me up.
Jetzt gucken wir mal ganz kurz bei dir auf. Ein Sachbuch. Ist neu, ne? Weiß ich nicht. Und wenn nur wird's immer hier, oder wie? Hat bestimmt auch 100.000 Updates. Ja, der war ja schon bei 44%. Bleibt der immer da hängen. Ah, dann lass mal laden. Und das ist für Mucke. Zirkus so in der Stadt. Aha. Ein Gewürzfestival. Jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler. Warte mal, ich muss halt mal ganz kurz beenden. Also. Wieso? Angespannt. Ja, und? Ich schick's gleich wieder zum. Ich hab wieder den gleichen Fehler. Ja. Dann halt nicht. Warte. Zu spät. Ich will doch kurz mal abpacken. So, jetzt. Was hast du vom Fehler? Schon wieder vorbei. Das war eine Frau, mit der ich geschrieben habe. No. So, was hatte ich denn für Aufgaben? Ja, erstmal schicken wir dich wieder dahin. Natürlich wieder programmieren. Ups, nee. Bist du doof? Du sollst. Nein. Du sollst programmieren. Soll ich dann den Fehler wieder beheben für dich? Man kannst du nicht machen. Zum Sonder ist da eh nichts passiert. Weißt du doch nicht, wie die in China unterwegs sind. Kann ich sagen, wenn ich falsche Knöpfe drin habe. Wieso? Weil der mir auch rauskommt. Kann man da was zu seines Leben? Ich glaube eher nicht. Bei Oldtime-PC macht blöde Geräusche. Und man mir vor wie bei PC. 35%. Bei dir 50%. €100. Yeah.
15 Quote. Alle dabei. Opa. Quasi auch. Können die auch Deutsch labern? Ja, das läuft ja im Ball mit. Das ist gut. Was denn? Ach, das Programmieren. Ja, klar. Okay. Ich hab ein Buch geschrieben. Was ist jetzt? Keine Ahnung. Ich bin Level 9. Jetzt haben wir erstmal Wochenende. Ja, jetzt können wir uns beschäftigen mit irgendwas. Aber was? Und fehlen die anderen DLCs, dann wäre es viel cooler. Das wollen wir mal zusehen langsam, ne? Da würde ich sagen, da beginne ich in der Folge mal den Umbau, wa? Muss ich einfach raussuchen, was da für Scheiße. Geht hier drauf, klicke das an, dann kann ich das nämlich rumbewegen, weißt du? Nicht so weit nach vorne, wenn du diese Terrasse noch hin haben willst. Ja. 3000 minus, da habe ich das Geld gar nicht. Ja klar kostet das Geld. Da wo ich das erste Mal verschoben habe, hat das nicht so viel gekostet. Ach komm. Du kannst auch abbrechen. So viel Geld haben wir gerade gar nicht, um das zu verschieben alles. Na doch, das schon, das eine auch noch. Das ist wieder eine Scheiße. Das ist der gleiche und wohin. So scheiße. Ausgebremst. Klappt gerade nicht. Doch, weil er mit mir redet. Ich hab das aber schon. Hä? Wieso kommen die jetzt rein? Und die freiwillig zu ihrer Nahrung? Ey, das klingt ja voll eklig.
Ich hab grad eine Idee. Ne, dein Körper will ich grad gar nicht. Oh, wie konnte ich denn das machen? Ich hab kompletten Überblick verloren. Ah, hier. Nein, da will ich gar nicht hin. Also geht's oder so. Gut. Dann brauchst du da noch eine Tür. Dann haben wir was Einfaches wie das zum Beispiel. So. Da steht ein Fahrsteller bei mir mit in der Stube. Ich hab was vorbereitet. Ja, dann komme ich aber auch nicht mehr in die Stube. Nein, die Stube kommt bis der Hintereingang. Das ist eine eigene Tür. Die Person versucht mich in diesen Raum zu verschieben. Wenn ich hinkomme. So, ich sag, wollte ich ja noch mal weg rein. Wenn schon nichts Gescheites, wenn ich ins Bett muss sein. So. Guck mal, ich kann das hier auch machen, ja, ne? So, dann hat die Person noch ein Bett da drin. Scheißhaus ist so überbewertet. Und ich darf die Schweinerei wegmachen, ne? So, jetzt musst du dort in den Raum gehen und die zu dir rufen. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. So, wie macht das jetzt? Klick die mal an. Welche muss man suchen? Aktion. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Oh ne. Stimmt das ja erstmal, oder? So take my hand, join.
Arson Faith Froben, Skuma Plondi, Buster Boone, Waffle Tool Machine, Ala Fuerga, Hampei Tibanu, Squame Quas, Verpas Essenoy Floreen, Majiba Doyen, Crispa Krosh, Pinaruja Sapa. Stimmt sowas wie bitten einzuziehen oder so? Nee. Eigentlich sowas wie herbeirufen oder irgend sowas. Die Tür ist ja noch nicht verschlossen. Bleib mal dort, verdammt. Hier plaudern. Steht immer noch drin, ne? Erstmal so, ne? Ich muss da nicht rein. Wieso macht der Arsch jetzt die Tür nicht zu? Jetzt. Aber ich schlag dich, wenn die ein Kind zu Hause hat. Kann doch gar nicht gehen. Warum? Kommt doch keiner weiter ran. Zu Hause, da wo die wohnt. Achso. Das wirst du, glaube ich, gar nicht erfahren, oder? Nö. Das siehst du. So, dann schicke ich dich zum Programmieren. Plugin-Programm. Tu mir einen Gefallen, machen wir die Wände wieder runter. Achso. Bis bei 27 Minuten. Oh! Scheiße, wieder überzogen. Ey, das gibt's nicht, das Spiel ist so fesselnd. Okay. Dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen uns zur nächsten Folge von Sims 4 wieder. Und tschüss. Und ciao.